jetzt machen wir mal wieder ein Fitbit-Diät-Vlog. Dieses Mal gehe ich die Subs kurz durch, damit ihr mal seht, was ich so jetzt in der Diät nehme oder ob sich überhaupt da was verändert hat und auf welche ich auf keinen Fall verzichten würde. Ich meine, die mich fleißig verfolgen bei Snapchat. Bei Snapchat gibt es halt jeden Tag, da seht ihr meinen ganzen Tagesablauf und hier, ich komme auf YouTube einfach nicht mehr. Das ist mir dann alles zu viel geworden. Ich bin jetzt auch kurz vor den Prüfungen, bin bald fertig. Und dann gibt es wirklich, wirklich einen anderen Channel, sage ich jetzt mal. Ihr habt die ganze Zeit nur mehr hier von der Küche immer so ein bisschen Theorie gesehen. Ihr werdet dann viel mehr von draußen sehen, weil ich dann wirklich auch einen neuen Lebensabschnitt anfange, weil ich die Schule dann hinter mir lasse. Der ganze Druck ist dann weg und habe dann auch wieder mehr Kraft, Energie für andere Sachen. Und das heißt auch für diese ganze Online-Geschichte, für YouTube. Also, das sind eigentlich, was ihr hier jetzt stehen seht, das sind nur diese ganze Healthy-Subs, ja. Ihr seht jetzt hier nirgendwo PCA-Eiweiß oder sonst was. Aber so ist es halt. Ich lege halt schon viel Wert auf meine Gesundheit. Vitamin D3, das haue ich mir wirklich hochdosiert rein. Also 5000 IU, das ist diese Einheit, internationale Unit ist es, ja. Vitamin D3, das heißt 2500 ist es pro, dann nehme ich 2, ich habe die aber hier nur umgefüllt, ja. So einer hat schon 5000. Von diesen Vitamin D3 müsstet, von Micron müsstet ihr 2 nehmen, dann nehme ich hier Methylcobalamin. Das ist Vitamin B12, dann 1000 am Tag oder alle 5 Tage 5000er. Ich habe hier auch 5000er drin und ja, die haue ich mir jeden fünften Tag rein. Hier Grüntee nehme ich durchgehend, ja, das ist halt auch gut für den Stoffwechsel und hilft auch bei der Fettverbrennung, auch in Kombination mit Kaffee. Da hat der Holger Guck auch letztens einen geilen Bericht drüber gehabt. Vitamin C baller ich mir noch rein, aber auch wirklich hochdosiert, 1000 Milligramm pro Kapsel. Das nehme ich aber auch erst seit 2-3 Tagen, ja. Das heißt, so war es die ganze Zeit bisher. Das habt ihr ja bei mir auch noch nie gesehen, aber das werde ich jetzt mal dazu nehmen. Glucosamin für den Gelenkschutz und hier Omega-3, das heißt, ihr seht hier vorerst mal kein Whey. Ah, das hätte ich das fast vergessen, Leute. Wenn ich nur eins von allem nehmen dürfte, ich zeige euch gleich noch was, ich schwöre euch, auf das will ich nicht mehr verzichten, ja. Aber da habe ich schon ein ausführliches Video gemacht. Das ist Gerstengras, ja. Ich schwöre auf das Zeug, also zu 100% und dann... Da kommt auch nichts drüber, ja. Kreatin ist auch Standard. Jetzt seht ihr noch die anderen Subs. Also, ich sage euch jetzt noch mal kurz, auf was ich wirklich... Ja, also die auf jeden Fall, weil das nehme ich ja jetzt erst neu. Ey, da kann ich jetzt nicht sagen, ja, das müsst ihr nehmen oder was. Oder ihr müsst sowieso nichts. Ich sage es euch, wie ich es mache. So. Kreatin nehme ich auch immer. Auch während also nicht nur in der Diät. Gerstengras auch durchgehend. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen, aber während der Diät, klar, BCA, hier habe ich halt verschiedene BCA. Ist wurscht, ist jetzt wirklich egal. Hier habe ich noch GABA und Resurrect, das ist für die Regeneration und Schlaf. Das muss nicht, ja, das ist auch nice to have. Arginin ist auch nice to have und da unten habe ich noch Beta-Alanin, ist auch nice to have. Da hinten der ganze Alkohol, ja, muss mal schauen. Das sieht jetzt auch nicht mehr so rein aus. Muss ich das mal wegkippen. Ja, also ich hau mir das Ganze hier nicht rein, ne? Das ist halt so ein Abstellkammer. Ja, also BCA ist auch muss jetzt in der Diät, klar, da ich eh mal nüchtern trainieren gehe. Und von dem alles andere ist so nice to have. Ja,
Ich habe hier zum Beispiel hier unten, ihr seht ja Snacks, das ist alles nur nice to have, so Riegel und so weiter, Vitagos und Carbo Booster, würde ich komplett drauf verzichten, oder verzichte ich komplett drauf, weil ich schaue mir halt eher, anstatt so kurze kettische Carbs in Pulver, haue ich mir halt Trockenfrüchte rein, ohne Ende, ja, aber das seht ihr, das ist für mich, das sind auch wie Süßigkeiten und auch ein extremer Energielieferant, ja, und schmeckt halt noch wirklich brutal. Hier habe ich auch nochmal Kokoschips. Und hier dann noch die Chiasamen, auch Omega-3-lastig. Ich zeige euch mal noch kurz meine Form. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt gehabt habe, jetzt Fibo. Ich werde wieder bei Ironmax am Stand stehen. Kommt auch noch ein ausführliches Video dazu, mit den ganzen Angaben, an welchem Stand, welche Halle. Seht ihr die aktuelle Form? Geht noch auf jeden Fall was, ja. Ich fühle mich wirklich noch etwas schwammig. Ich weiß, ich habe eine verzerrte Wahrnehmung. Aber letztes Jahr auf der FIBO war ich auch ja nicht ultra-rushed. Das war ja so last minute. Da bin ich, das habe ich nur 2 Tage vor der FIBO entschieden. Ich glaube, jetzt habe ich so ungefähr die Form von letztes Jahr von der FIBO. Es sind jetzt noch 3 Wochen, mal schauen, was noch geht. Ich habe halt Prüfungen noch und das ist bei mir im Moment das Wichtigste. Alles andere ist Nebensache. Ich mache ja auch deshalb nicht mehr so viele Videos auf YouTube, auf Snapchat. Gibt es jeden Tag Infos, da seht ihr halt laufen, was so abgeht bei mir. Wird sich aber alles auch nach der Prüfung ändern. Ja, da gibt es nicht mehr diesen ursprünglichen Channel, wo hier alles nur in der Küche oder hier oben beim Büro abläuft, dann wird auch viel draußen abläufen, ich werde mit viel anderen Videos machen, ja, ich werde dann auch funktionelles Training machen, werde viel abgefilmt, Trainingstechnik allgemein, viel Outdoor-Aktivitäten, werden viele andere Leute auch mit in den Videos sein, seid gespannt. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz den Verlauf von meinem Gewicht jetzt, ich gehe jetzt kurz hoch und nehme euch schon mit. Ich zeige euch erstmal hier die einzelnen Dinge, also ihr seht es ja, wo habe ich schon angefangen? Ich glaube 13. Hier 78,2, das war direkt nach dem Urlaub. Und eigentlich läuft alles nach Plan. 500 Defizit am Tag und ich habe jetzt, sind jetzt genau, ja, jetzt haben wir den 16. März. Aber wenn wir so hochgehen bei 13. März, ja, hier zeigt er jetzt 5 Kilo mehr an. Aber am Anfang ist klar, nach dem Urlaub verliert man halt erstmal viel Wasser. Wo haben wir es denn? Ich zeige es euch jetzt kurz hier, 13. war das, genau 78,2 und ich habe ja direkt gleich dann 77,2 gerade nach einem Tag. Ja, und hier hat sich dann nochmal eingemeldet. Also man kann so von 77,5 Startgewicht sagen. So, und jetzt zeige ich euch noch das Diagramm. Machen wir hier auf 3 Monate, Trend. Ja, ihr seht schon, die Richtung stimmt. Und wenn man es ganz genau wissen will, geht man hier auf den Trend, boom, und ihr seht, ihr geht es nach unten. Ich weiß, meine Bestform werde ich jetzt nicht wieder zur FIBO haben, das wird dann erst wieder so, ich denke so im Mai werde ich wieder dann meine Ultraform haben, aber jo. Wie gesagt, ich habe jetzt viele Rückschläge gehabt, ich habe die Verletzung gehabt, wo ich 3 Monate pausiert habe, dann war ich halt in dem Urlaub, wo ich dann auch abschalten wollte, viel Schrott gegessen habe und nicht mehr so oft trainiert habe. Und jetzt kann ich auch nicht mehr so oft trainieren. Ich gehe ja nur noch jeden 2. Tag trainieren. Ja, hat sich halt einiges geändert. So, das war's, Leute. Wir sehen uns. Ah, es kommt auch nächstens, ist am Sonntag, haue ich wieder ein geiles Rezept raus. Das wird eine Tassenpizza. Ganz schnell zuzubereiten. Innerhalb von 90 Sekunden, also in der Mikrowelle.